Hi. Eigentlich mache ich ja keinen Nachtrag, aber das muss ich jetzt euch noch erzählen. Das war jetzt einfach zu geil. Also wir waren auf dem Rückweg, es hat volle Kanne runtergeregnet. Jetzt hat schon ein bisschen nachgelassen, aber es war noch übel. Und sind dann echt an die geilste Stelle gekommen, wo es so richtig hart runtergegangen ist und komplett sumpfig. Vorhin auf dem Hinweg sind wir schon kaum hochgegangen. Und dann fahren wir halt da, wo es über die Kuppe geht. Auf einmal sehe ich halt Lastwagen entgegenkommen. Und dann denke ich mir, ja, shit, okay. Unser Busfahrer fährt halt zurück, um den zu überholen lassen. Und dann weiß ich so, oh, der Lastwagenfahrer macht die Kippe hoch. Dann fährt er vorbei und dann sehen wir halt, der hat voll vor uns auf die Straße einen riesen Berg Erde gekippt. Halt, um die Straße auszubessern. Aber damit war die Straße dicht, kam noch ein Lastwagen von hinten, zwei Busse von der anderen Seite, ging überhaupt nichts mehr. War halt anscheinend Busfahrer und ein paar Touristen waren zu langsam und die anderen Touristenbusse vor uns sind durchgekommen und wir sind halt hier stecken geblieben. Fahrer hat gemeint, okay, ein, zwei Stunden geht da überhaupt nichts. Das Gute war, ich habe gewusst, okay, das Restaurant ist nicht weit weg. Und dann habe ich den Guide gefragt, der Guide hat sofort gemeint, ja komm, lass uns gehen. Hier von den peruanischen, sonst sind nur peruanische Touristen im Bus, von denen hat keiner Bock da zu laufen. Also vorne schon drüber und mit dem Guide los gesprintet, echt gesprintet, der Guide ist aber losgerannt, anscheinend halt um eine kleine Regenlücke auszunutzen. Und hier den matschigen Berg runter, ich habe ein Video, ich baue es vielleicht noch ein. Und dann so, ja, hier gibt es so eine Abkürzung. Und dann sind wir echt 20 Meter durch knietiefen Schlamm so halb den Berg runtergerutscht. Mich wundert es immer noch, dass mich das Ding gehauen hat. Ich habe dann einfach mal vom Zaun irgendwie so einen Stock genommen und bin halt dann so runtergeschlittert. Aber, Mensch, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt gerade hier ein richtig gutes Essen gehabt in diesem Bergdorf. Und die anderen Touristen sitzen da immer noch vergnügt, hoffe ich, in ihren Büsschen herum. Also nur, ich denke, solange man noch durch knietiefen Schlamm Berge runter rutschen, stolpern kann, dann hat man auch noch so eine einigermaßen gesunde Bescheidenheit. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das will ich jetzt nicht unbedingt über Bescheidenheit berufen, sondern vielleicht auch einfach unter einer Riesengaudi. Okay, also ich bin mal gespannt, wann hier der Bus auftaucht und wann wir dann heute Abend wieder nach Chachapoyas zurückkommen. Nur so als kleiner Einblick in die kleinen Abenteuer auf einer großen Reise. Macht's gut.